Ich dachte, okay, Kegel habe ich so groß noch nicht gemacht. Probier es einfach mal aus. Und jetzt ist Dirk bei den Stadtmeisterschaften im Kegeln gelandet. Zusammen mit seinen Teamkollegen kämpft er hier um den Titel. Die richtige Technik muss er noch rausfinden, aber langsam werden die Würfe besser. Das muss ich ehrlich sagen, ist von Bahn zu Bahn ist der Ehrgeiz mehr geworden, als man gesehen hat, okay, waren 5, waren 6, waren 7. Dadurch steigt der Ehrgeiz und das macht eigentlich in meinen Augen jetzt den Reiz aus. An zwei Wochenenden wird hier eine Kugel nach der anderen auf die Bahn gebracht. Ziel dabei, möglichst viele der neuen Kegel abräumen. Dabei kommt es auf Technik an, Kraft hilft hier gar nicht. Bis zu 80 Kugeln müssen die Teilnehmer hintereinander schmeißen. Alles für ihr Team. Beim Finale am Sonntag treten die besten 4 Mannschaften gegeneinander an. Bei diesem Turnier sind übrigens nur Hobbykegler zugelassen. Profis dürfen nicht mitmachen. Trotzdem sind immer mehr Kegler mit dabei. In diesem Jahr sind es über 230 Teilnehmer. Der Trend ist wirklich da, dass sich halt auch wieder jüngere Clubs finden, die halt mitmachen. Und wenn die alle dabei bleiben, können wir noch viele Jahre dieses Turnier ausstatten. Die kleinen Kegelclubs aus den Kneipen können sich hier mal mit den anderen messen. Und langsam läuft's auch bei Dirk besser. Von Wurf zu Wurf fallen mehr Kegel um. Auf die richtige Technik kommt es an. Die alten Füchse haben mir ein paar Tipps gegeben. Hätte ich so auch nicht gewusst. Man muss also anscheinend darauf achten, das Brettchen von links, zweiter oder von rechts zu treffen. Sagt sich so leicht, aber war gar nicht so leicht. Ob es für Dirk und sein Team für das Finale gereicht hat, ist noch nicht klar. Das zeigt sich erst am Sonntag. Denn erst dann stehen die Finalteilnehmer fest. Und dieses Geräusch wird man am Wochenende in der Jahnhalle dann wohl öfter hören.